Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video von Autosiastic. Und zwar wollten wir euch jetzt einfach mal zeigen, was wir hier in den letzten, ja, wie schnell waren wir eigentlich? 2 Wochen oder was? Ja. Ich glaube 2 Wochen, ne? Guckt euch mal an, was Autosiastic schafft, neben der normalen Arbeit, neben dem normalen Irrsinn, den wir überhaupt hier schon haben, was wir hier noch gemacht haben. Schilder, Gebäude komplett umgestrichen, Zäune gezogen, Erde, ne, von Unkraut befreit. Aber guckt euch das mal an, wenn du hier von dieser Seite filmst, wie das hier aussieht. Ich würde mal sagen, das ist richtig heftig. Hier kommt natürlich noch einiges an Arbeit dazu. Wir sind immer noch nicht fertig, aber ich denke, wir haben bewiesen, dass wir in kürzester Zeit einiges schaffen können, gerade mit unserem Team hier. Also vielen Dank natürlich auch nochmal an unser Team, ne? Und womit geht's weiter? Also im Prinzip wollten wir euch eigentlich mal zeigen, wie es jetzt hier aussieht, wie das Gebäude aussieht, was wir noch zu tun haben und was wir natürlich immer noch an Projekten stehen haben, wo die Leute sowieso die ganze Zeit drauf warten. Cozy Work ist in Arbeit. Da gab es leider einfach ein bisschen Verzug durch Zoll. Also Zoll hat uns wirklich leider ziemlich weit nach hinten geschmissen, weil die Klamotten einbehalten haben, also die Prototypen, wo sozusagen der letzte Schliff war. Das hat so lange gedauert, bis wir das herausbekommen haben, wegen diesen Schaumstoffkissen. Also so ein Irrsinn. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall tut uns leid, dass das jetzt einfach ein bisschen länger dauert. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Wir sind wirklich mit Hochdruck dabei, das alles fertig zu machen. Die T-Shirts sind schon rausgegangen, die Cozy Work T-Shirts. Dran denken, ihr könnt die mit 60 Grad waschen. Das heißt hier, ne, wenn ihr mal ein bisschen doller schwitzt oder bei der Arbeit seid, ist das natürlich auch mal schön, das ein bisschen wärmer zu waschen. Dann haben wir als nächstes, also auch, ne, ich bringe das noch einmal zu Ende, und zwar Cozy Work ist in Arbeit, die Sachen werden gefertigt und wenn wir nicht wieder einen Rückschlag haben im Zoll oder sonst was, dann geht das im September auf jeden Fall raus. Nochmal, tut uns leid, dass es leider ein bisschen gedauert hat, aber die Umstände auf dieser Welt sind leider so bescheuert zurzeit, dass man an diesen Sachen einfach nichts ändern kann. Nächste Sache. Halle ist mittlerweile so weit, ich glaube, das hatten wir aber schon gezeigt, sogar, ne, dass wir schon arbeiten. Das heißt, wir sind so weit, wir arbeiten hier. Also ihr könnt gerne vorbeikommen, ne, Servicearbeiten, Felgen, Fahrwerk, Unfälle, was wir ja nicht machen hier. Ne. Wir machen ja ziemlich viel, aber das halt, was wir können. Ne. Und auch da gibt es noch ein paar Geräte, die hier dazugekommen sind, die wir auf jeden Fall euch gleich auch nochmal zeigen werden. Aber wir gehen nochmal weiter und zeigen euch jetzt auch mal das eingezäunte Gelände und sowas. Ne, weil das ist alles... mit unseren Händen gemacht worden, also alles Autosiastic, selber Zäune gezogen. Ne? Timmy, der ist da ganz weit vorne, unser Allrounder. Einmal das ganze Gelände umzäunt. Container sind auch hier, ne? Sieht wunderbar aus. Also wenn man hier mal auf dem Parkplatz, wenn man sich das mal auf die Zunge zergehen lässt, dass hier vor 3,5 Wochen war das Gebäude blau-weiß. Vor 3,5 Wochen war drin ein paar Löcher. Vor 3,5 Wochen war hier eine Wiese, die so hoch mit Rasen bepflanzt war. Vor 3,5 Wochen war hier kein Auto, kein Container, gar nichts. Das heißt, wir haben alles hier in kürzester Zeit mit Eigenleistung oder in Eigenleistung hier hochgefeuert. Also soll mir mal einer zeigen, dass das so schnell geht und soll mir mal einer zeigen, dass du dabei noch deine Nerven behältst, ne? Was ist eigentlich will ich den ganzen Tag nur hier gegen die Pfeiler treten. Was ist damit? Der lächelt uns so an von der ganzen... Achso, ja, der BMW, ne? Ja. Ja, das ist ein BMW, ne? Ja, das ist, hängt ja mit Cozy Work zusammen. Der BMW ist soweit fertig. Was passiert ist, das will ich eigentlich gar nicht zeigen, ne? Aber wir haben ja gesagt, wir haben ja eine Sache gemacht, die wir vorher noch nicht gemacht haben. Und zwar haben wir ja das dicke Lenkrad da an den, und das musste ja auch so groß wie es geht gemacht werden, mit 850.000 Nadelstichen. Dementsprechend war das natürlich ein bisschen schwer und wir haben ja schon einige Himmel bezogen, ne, weil Nicola und ich haben damals ja viel Oldtimer gemacht, da musst du die Himmel immer neu machen. Und was ist passiert? Das, was natürlich passieren musste, das Auto steht hier draußen, schön im Warmen, bei der Sonne, ne, und es muss ja sowieso noch ein paar Kleinigkeiten, da muss Flo natürlich noch mal ran. Mit seinem Lack hier, aber auch das, schau, die Scheibe spiegelt, aber man kann sehen, dass das Lenkrad ungefähr hier hängt. So, das heißt, wir haben das hier Lenkrad. Noch, ja, das Lenkrad ist so. Genau am Lenkrad,
ist der Himmel Ronner geplomst. Und das heißt, das Lenker war ein bisschen zu schwer. Dementsprechend haben wir jetzt einen Sattler nochmal mit eingeschaltet, der da vielleicht so ein paar Nähte mal reindonnert, damit wir den Himmel nochmal rausnehmen dürfen und er das Ding so ein bisschen mit dem Himmel vernäht, damit das nicht nochmal passiert. Ne? Aber aus Fehlern lernt man. Das nächste Mal wird das Ding direkt angenäht. Sonst sind wirklich eigentlich tatsächlich minimale Kleinigkeiten. Dann muss er auch mal durch den TÜV, braucht nochmal Paragraph 21 wegen Felgenfahrwerk. Sonst ist eigentlich alles soweit durch, ne? Ja, sonst ist eigentlich alles soweit durch. Bisher muss Flo halt noch machen. Wir haben jetzt zwar nicht mehr viel Zeit, aber was uns da natürlich zugute kommt, leider, also man muss ja auch mal das Positive sehen, negativ ist, das Auto kann jetzt leider noch nicht verlost werden, weil die Klamotten noch nicht da sind. Positiv ist aber, dadurch, dass wir diesen ganzen Stress haben mit dem Umzug und sowas und Halle noch nicht ganz fertig, muss die Verlosung leider ein Ticken nach hinten versetzt werden. Ich hoffe, auch dafür habt ihr Verständnis. Ihr kriegt dafür aber nachher auch ein richtig geiles Auto, ne? So. Ja, dann gehen wir mal rein. Also hier sieht man auch, ne, hier kommt ja die Terrasse, hier müssen die Steine nochmal höher gesetzt werden und so. Leider ist Timmy so ein bisschen ausgefallen, weil er so ein paar schwere Sachen getragen hat. Das tat seinem Rücken nicht ganz so gut. Gute Besserung, ne, Timmy? Und sehen, Betrieb läuft schon. Ne, wir haben hier überall Schläuche, wir haben alles Mögliche hier schon so einigermaßen hingestellt. Wir müssen halt den Boden noch versiegeln. Ganz ehrlich, wir haben so viele Ausgaben gehabt bei dem Umzug, wo wir einfach sagen müssen, es leiden einfach irgendwo ein paar Sachen. Ne? Wir mussten überall, selbst wenn wir hier Sponsoren oder Partner mit drin haben, sind so viele Kleinigkeiten und Parkplätze und Zäune und all so Scheiße. Ich meine, die Leute können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das alles kostet. Und dementsprechend sind halt so ein paar Sachen, die ein bisschen liegen bleiben. Boden musste eigentlich, oder wäre am geilsten gewesen, hätten wir ihn vorher versiegelt. Aber wir mussten halt irgendwo einen Zwiespalt machen, weil wir konnten nicht den Boden versiegeln, weil die Bühnen waren alle schon da. Dementsprechend mussten wir die Bühnen auch einbauen, weil wir sowieso arbeiten mussten. Ne? Das heißt, da kommt ein Ding nach dem anderen, wo du denkst, oh, Alter, ich komme, mir platzt der Schädel. Und jetzt müssen wir halt erstmal so arbeiten, dass wir hier überall Matten hinlegen und dass kein Öl auf den Boden kommt, weil sonst hast du wieder Probleme mit Versiegeln und all so ein Scheiß. Aber auch das werden wir alles schaffen, ne, Nico? Sehr gut. Das ist die richtige Einstellung. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon gezeigt, ne? Also Ghidorah und Ravaglioli und Rotary, das war ja schon alles drin, das hatten wir, glaube ich, auch alles schon gezeigt. Da hinten wird ein Badezimmer gebaut. Ja. Also da hinten wird ein Badezimmer gebaut mit Dusche, weil draußen kommt ja noch ein 25-Meter-Pool hin und danach werden wir auch duschen. Ne? So, und ja, was haben wir dazu bekommen? Super spannende Geschichte. Ich muss auch dazu sagen, ich habe damit gelernt. Also es ist schon natürlich ein paar Jährchen her. Und zwar ist das jetzt, wie lange ist das her? Ich bin jetzt 25, also 3 Jahre, ne, nicht? Das sind jetzt, ich bin 35. 17 Jahre ist es her, wo ich damit gelernt habe. Aber was man mal lernt, das vergisst man auch nicht. Ne? Das ist das meiste auf jeden Fall, was einen interessiert, vergisst man nicht. Und jetzt haben wir hier einen neuen Partner drin, für Karosseriewerkzeug. Das kommt von der Carbon GmbH. Das ist das Carbon Body Repair System. Da hast du hier alle möglichen Geschichten, um Unfälle instand zu setzen. Das heißt, wenn ein Seitenteil mal richtig eingebaut drückt ist oder Schweller oder Türen, völlig egal. Du hast hier alles an Werkzeug mit dabei, um diese Sachen auszubeulen. Oder auszubeulen. Obwohl das eigentlich Dellen sind, ne? Ich nenne das jetzt trotzdem ausbeulen. Oh Mann, ey. So, dann haben wir hier vorne. Also, wir zeigen das jetzt einfach mal erstmal so und schmeißen euch ein paar Bilder und alles Mögliche rein, weil ich hatte noch keine Zeit, jetzt damit zu arbeiten. Wir haben das jetzt seit einer Woche ungefähr hier. Und ich habe einfach noch keine Zeit gehabt, um überhaupt hier zu reparieren. Nur teilweise so ein paar Kleinigkeiten. Aber es sind schon heftige Schäden, die kommen werden. So, also richtig Dinger, wo ihr auf keinen Fall denken würdet, dass du das reparieren kannst. Und dann zeige ich euch mal, wie das damit geht. Und es geht. Ich weiß, dass es geht, weil ich habe das ja nicht damals gemacht. Dabei haben wir noch alles Mögliche, was Klebesysteme angeht. Ne? So, das werden wir euch alles zeigen. Das ist der Hammer. Also du kannst alles Mögliche, ne? Wenn Türen so eingedellt sind, dann kannst du da so mäßig mit... Dann kannst du das so mäßig hier ziehen zur Seite, ne? Also das ganze Metall sogar mit Klebe zurück verformt,
Finde ich super spannend. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Weil ich bin ja Karosseriebaumeister und das ist absolut meine Leidenschaft. Was macht der denn da, Alter? Das ist ja noch nie filmen, Digga. So, dann gibt es hier noch einen Winkel. Gibt es hier noch einen Winkelschleifer dazu mit verschiedenen Aufsätzen, um hier vernünftig. Digga. Ja, so arbeitet man hier, Digga. Den ganzen Tag und dann willst du nicht durchdrehen. So, dann haben wir hier noch so einen schönen Cutter. Ja. Damit machst du sozusagen die Stifte, die du benutzt zum Anschweißen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo die sind. Ich glaube, die waren so fächerig. Ne? Ne, hier sind die ganzen Brücken. Man kommt nämlich auch einfach bei so einem Umzug nicht so richtig dahinterher. Hier sind noch so kleine Klebepads, ne? Um mit so einem Zughammer zu arbeiten. Und jetzt muss ich mal erstmal finden, wo diese ganzen Bits sind. Ey. Hier ist auch nochmal Klebeset. Digga, bist du, wie heftig das ist. Damit kannst du, also ihr werdet echt, also das ist erstaunlich, was du damit rauskriegst. Vor allen Dingen, was für stabile Schweller und sowas du mit so einer Klebe wieder rauskriegst. Das ist echt irre. Ah, warte mal, das nervt mich jetzt. Wo sind wir denn hingekommen hier? Die waren hier auf die. Ach, hier, Digga. Guck mal, hier ist noch eine Schublade. Das meine ich, Digga. Ich kann mich dann noch nicht so richtig mit beschäftigen. Ne? Das habe ich dafür, dass ich hier ab und zu mal filme, ne? Verpassen kann. Dann hast du hier mittlerweile halt, das ist auch ganz geil. Du kannst halt so ein bisschen alles anzeichnen und dann mit der Feile hier wieder runterholen. Das heißt, so, wenn es um Feinschliff geht, ne? Dann siehst du, wo ist das Metall höher, tiefer. Aber auch da werdet ihr so ein paar kleine Ausschnitte von Phil bekommen, von den Videos von Carbon. Ne? Das sind diese Bits, die man halt anschweißt an die Karosserie, ne? Um zum Beispiel sich Kanten oder sowas rauszuholen. Ne? Das ist, also ich zeige euch das mal. Und ich würde gerne wissen, ob euch das interessiert. Und wenn euch das nicht interessiert, dann zeige ich euch das trotzdem, weil das einfach übertrieben interessant ist. Hier dazu kommt noch das Push-Pull-System. Das ist so eine Presse. Ne? Das ist auch heftig. Ich habe nicht die Daten jetzt zu 1.000.000% gerade im Kopf. Ich kann das aber sonst gerne nochmal raussuchen. Ich glaube, die hat eine Zug- und Druckkraft von 5,7 Tonnen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, in so einem kleinen Ding, so eine Kraft. Aber das ist so heftig. Ich habe früher, als ich noch klein und breit war, habe ich die Dinger benutzt und habe damit sogar teilweise Richtschäden gemacht. Also richtig so, wenn die B-Säulen und sowas eingeknickt waren und so, dann konntest du das damit wieder richten. Ne? Da hast du hier, kannst du mal reinfilmen, alle möglichen verschiedenen Aufsätze mit dabei. Ne? Hier zum Beispiel, da kannst du an Ketten gehen. Ne? Wenn du, zum Beispiel hast du die Möglichkeiten hier im Boden, ne, so eine kleine Verankerung reinzusetzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel mal einen Schweller reparierst oder so, dann kannst du das Auto halt sozusagen mit dieser Presse, kannst du sogar mit Kleber und sowas, kannst du da rangehen und das, den Schweller rausziehen. Ne? Oder halt, keine Ahnung, Längsträger, alles Mögliche eigentlich. Ne? Oder ich zeige euch das einfach mal alles hier. Ne? Hier sind so Pratzen mit dran. Ja, da kannst du Schweller runterziehen, falls man Schweller aufgesetzt hat oder sowas. Also es ist wirklich, wirklich interessant, das System. Ne? Und das erzähle ich nicht, weil wir jetzt mit Carbon hier einfach nur zusammenarbeiten, sondern ich erzähle das, weil es wirklich heftig ist, die super kompetent sind, was Karosseriereparatur angeht und meiner Meinung nach auch einfach die heftigste Qualität haben. Also wenn man sich das mal anguckt, was das hier alles für eine Quali haben ist. Ne? Das ist wie bei Gedore, dass du einfach richtig massive Geschichten hast. Ne? Das hier ist alles Vollcarbon. Das musst du dir mal vorstellen, dass das alles aus Carbon und gedruckten Teilen zum Beispiel auch ist. Ne? Also das ist die höchste Qualität und ich wette mit dir, es gibt nichts Besseres auf der ganzen Welt, um Karosserien Instandsetzung zu machen. Also alle möglichen, guck doch mal von hinten das hier an. Ne? Also und wirklich, das ist hier keine Werbung, wo ich sage, ich krieg da für Kohle oder sonst was, interessiert mich gar nicht. Was mich interessiert ist, ich habe einfach das heftigste Werkzeug hier, um eure Autos zu reparieren. Plus, ich habe das heftigste Werkzeug da, um euch heftigen Content zu liefern. Und das ist das Nonplusultra. Mehr gibt's nicht.
Das ist einfach so. Hier sind so Zugbrücken. Und dann zeigen wir euch in Zukunft, wenn wir die Schäden hier haben, wie man eigentlich damit umgeht. Ne? So. Und ich bringe das natürlich auch meinen Jungs bei. Ne? Ich habe ja hier die zwei Karosserielümmels, Alter. Die müssen das ja auch lernen. Ne? Das ist eine geile Nummer. Was wir noch haben, wir haben noch den Schweißkompass mit dabei, schweißkompass.de. Der hat uns hier ein Schweißgerät hingestellt. Dafür kommt aber noch so ein Rollwagen und sowas. Wir haben jetzt erstmal, wir brauchten halt unbedingt ein Schweißgerät. Wir könnten auch eins kaufen. Aber ich finde das irgendwie ganz geil, dass man auch einfach so Partnerschaften schließt zwischen Firmen. Wir zeigen die Geräte. Die haben die Möglichkeit, ihre Geräte hier zu präsentieren. Und wir haben einfach geile Schweißgeräte, die man benutzen kann und womit wir einfach auch diesen Content zeigen können. Ne? Das muss man ja auch mal offen und ehrlich sagen. Ne? Und das sind, wie gesagt, richtig geile Dinger. Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon gezeigt bei Instagram oder so. Ne? Da werdet ihr in Zukunft sehen, wenn wir so, keine Ahnung, ist ja eigentlich völlig egal, damit kannst du sogar alles schweißen. Ich glaube, da kannst du sogar Wick mit schweißen, wenn ich es richtig verstanden habe. Musst du halt nur ein bisschen alles umbauen. Ne, aber damit kannst du Mac löten, Mac schweißen, also ein Kram, brauchst natürlich anderen Draht und anderes Gas. Ne? So, was haben wir noch? Wir haben ein ganz wichtiges Detail vergessen und zwar Tauschrausch. Ich weiß, viele Leute, die uns zuschauen, gucken uns zu wegen dem Tauschrausch. Und ich will euch da auch nicht enttäuschen und ich will... Oh, warte mal, ich gehe mal, soll ich hier drin bleiben? Ja. Okay. Ich will euch da auch nicht enttäuschen oder sonst was, aber wir haben den Tauschrausch wahrscheinlich in der stressigsten Zeit von Autosiastik angefangen. So, und das war ein Fehler, muss ich sagen, weil wir haben den Umzug, wir haben noch eine andere, die zweite Firma, also Autosiastik Software GmbH, wo wir halt ja auch die Softwaregeschichten machen. Und da sind super viele spannende Sachen, die gerade passieren, mit Messen und ein Pipapo. Wo wir demnächst wahrscheinlich auch noch mal ein paar Sachen zusammen werden, was da noch passiert. Da passiert nämlich einiges. Dann den Umzug dazu, alles mögliche, kommt bam, bam, bam nacheinander und dann weißt du nachher gar nicht mehr, wo der Kopf hier steht. Und dann bleiben halt Sachen wie der Peugeot einfach liegen. Ist natürlich scheiße und wir wollen euch das zeigen, aber wir haben uns jetzt mal zusammengerissen und haben gesagt, wir machen das Ding jetzt fertig, haben das alles runtergerissen, ne? Und haben ihn repariert. Ne? Der hat neue Lagerschalen bekommen. Lagerschalen waren durch, ne? Das hat man gesehen. Einige ein bisschen doller, andere ein bisschen weniger. Und die haben wir jetzt einmal alle komplett durchgetauscht. Das Auto läuft wieder. Es muss jetzt, glaube ich, nochmal ein Ölwechsel oder vielleicht ist das auch schon passiert, gemacht werden. Wir fahren den Wagen jetzt nochmal 2, 3, 4 Mal. Einer von den Jungs nimmt den mit, um zu gucken, ob noch irgendeine Kontrollleuchte angeht oder sonst was. Wir haben den bei Instagram schon angepriesen. Wir haben auch schon ein paar Angebote bekommen. Wir haben auch schon mit denen geschrieben, wir haben schon ein paar Bilder bekommen. Alles super geil. Aber, wie gesagt, wir müssen hier noch ein bisschen fahren. Und wenn ihr noch Angebote habt, schmeißt sie gerne bei Instagram rüber, weil wir haben da richtig Bock drauf, das weiterzumachen. Ne? Also ich habe da richtig Bock drauf. Und ich will das Ding jetzt mal ein bisschen schneller, geiler machen. Ne? Weil jetzt so langsam kommt ja vielleicht so ein bisschen Zeit wieder und dann wollen Phil und ich hier mal ein bisschen Gas geben, Alter, ne? Ein bisschen schön reinballern, ne? 2, 3 Videos haben wir ja letztens schon angefangen, aber wir mussten wieder ein bisschen zurückkurbeln, ne? Und jetzt wollen wir wieder ein bisschen Gas geben, ne? Das heißt, in den nächsten Wochen ist dann noch ein bisschen hier was zu tun, aber wir haben gesagt, wir nehmen das jetzt einfach alles mit und wir nehmen das auf und wenn wir Zeit haben, das zu schneiden und zu cutten, dann schmeißen wir das auch einfach raus und wir hoffen, euch gefällt das alles und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Thank you.